Dora Anal Viel. Wie geht es euch? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play WoW. WoD, die Horde. Ja, diesmal wieder aus den, ja, aus den Netherstürmen, wollte ich gerade sagen. Aus dem Nethersturm. Und Segel auf Crassus. Ja, wir sind, wie gesagt, im Nethersturm unterwegs. Ich bin ein bisschen angeschlagen, hatte gestern richtig hart Kopfschmerzen. Deswegen kam jetzt auch keine Folge am 14. Ne? Das ist jetzt, wo ich gerade aufnehme, von sag schon, Heroes of the Storm. Das ging einfach nicht. Ich habe es aufgenommen, ich habe es gerendert und habe es mir angeguckt und habe gesagt, das lädst du nicht hoch. Und ja, mittlerweile geht es mir ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, halt jetzt noch eine Folge aufzunehmen. Von daher lasse ich es einfach. Bin ich nicht dreist, ne? Und ja, nehme halt jetzt eine Folge WoW auf. All dieweil, so eine Folge WoW. Ich sag mal, ich weiß, über was ich reden kann, muss und darf. Und es ist für mich von auf einem geistigen Level weniger anspruchsvoll und ja, weniger, ich sag mal, schwierig, da adäquat zu spielen und gleichzeitig einen adäquaten Kommentar dazu zu, ja, verfassen, ne? Und das Item not ready. Seriously? Du hast einen Cooldown von 30 Sekunden. Willst du mich verarschen? Komm. Also das hasse ich wie die Pest, ja. Wenn Quest-Items einen Cooldown haben, ja, den sie einfach nicht brauchen. Ich meine, 30 Sekunden, ja? Um es mal mit Craft-Worten zu sagen. 30! Ne? Also, es ist schon ein bisschen hart. Ja, ist schon ein bisschen hart. Zweithärtester Morgen. Ja, neben Eskos letztem Kommentar. Ja, fand ich schon lustig, wenn man mal Esko um einen Kommentar bittet. Ja, was erwartet man halt sonst? Was erwartet man da auch? Ansonsten nähern wir uns langsam dem Level 68 und Nordend. Auch mit dem Allianzler kommen wir gut voran. Und gucken mal, ob wir nicht dann demnächst auch aus Nordend uns melden können. Ne? Ich hoffe mal, dass es mir spätestens morgen wieder besser geht, weil eine Episode habe ich jetzt noch so in der Hinterhand von Dark Souls, aber nicht, dass morgen nicht, da war noch irgendwas, was ich töten muss. Ja. Aber was, ja, wenn es mir morgen nicht besser geht, muss ich Dark Souls wohl leider auch ein bisschen pausieren, weil ich habe immer noch ein bisschen Kopfschmerzen. Also ich merk's, es dröhnt noch ein bisschen mein Schädel. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, es schmerzt oder es ist unerträglich, eklig, sondern es ist halt echt nur so dieses, ja, Hintergrundbuzzen, ne? Also man merkt es, aber es ist nicht so, dass man, ach, muss ich jetzt den Stab benutzen oder was? Glaube, ich muss den Stab benutzen, wo ist der? So. Das Siegel von Crassus. Gibt's da irgendwelche Lore mit dabei? Nee. Ah, it is as magnificent as I remembered. Can you not feel the power radiating from it? Of course, there's much more to be done. But you have my deepest thanks for restoring the sigil to me. Der Kirin-Tor-Belt, der sieht eigentlich ganz cool aus. Kirin war Scouts-Belt. Also den hier finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Und die Mütze. Ja. Die Hose. Hey, die Hose sieht eigentlich geil aus. Die Hose nehme ich mir mit. Die packe ich mir auf die Bank. Die sieht echt cool aus. Die passt irgendwie zu einem Parler auf jeden Fall dazu. Crassus Kompendium. Ach, jetzt müssen wir zum Turm, denn in diesem Magierturm hier ist der gute Vargoth eingeschlossen, leider. Und kommt da nicht raus, ne? Weiß nicht, ob er da nicht raus kann oder irgendwas anderes Phase ist. Hey, ihr habt auch Quests für mich. Wow, what? Hey, wie viele Quests gibt es hier denn bitte? Ist ja alles. Da seht ihr hier diese Barriere und Arkellos, ein Elementar, das glaube ich etwas stärker geworden ist. Kann ich hier irgendwie rein? Damage stellt decreased by 50%. Und ich glaube, ich kriege den Arkellos hier trotzdem. Ja, der fällt halt trotzdem einfach um.
So, und dann kann man nämlich jetzt hier den Turm hochlatschen und müsste eigentlich oben auf Vargoth treffen. Ich glaube, er war hier oben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist ewig her. Hier ist ziemlich alles hier. Aber wir sind gleich oben. Es ist übrigens dasselbe Layout wie im Turm von Jaina. Ja, da steht er. Hi. Ja, eigentlich war dieser Debuff früher so hart, dass man das nicht geschafft hat, den Typen hier umzunutzen. Und konnte deshalb auch nicht reingehen in den Turm. Aber oh Mann, mein Schrödinger ist wieder weg. Aber interessanterweise geht es jetzt wohl. Okay, liegen die hier einfach irgendwie in den Häusern drin oder tötet da jetzt was? Komm, komm, holen wir einfach wieder alles zusammen hier. Ich meine, warum nicht? Stellen wir uns mal hier so ein bisschen in die Ecke mehr rein, dass der Caster auch mal dazukommen muss und nicht draußen stehen bleiben kann. Hallo Caster, dich habe ich gemeint. Und dann stunnen wir einfach mal. Bam! Ja, diese Stunts sind was Feines, ne? Man kann auch Caster hier. Severed Spirit. Oh, du stehst noch. Stirb. Mein Freund. Jetzt müsste hier eigentlich irgendwie dieses. Ah, da liegt's. Es ist groß und papyrusartig. Und es leuchtet. Und ich sehe es nicht. Ja, ne, da merkt man halt mal, wie gut es ist, dass hier zumindest die Quest-Items alle lila, pink, blassblau sind und die Umgebung dann eben giftgrün. Ne, dann sieht man halt auf jeden Fall auch Severed Spirit. Das sind nur Spirits, die ich töten muss, oder was? Oder ist das zählt hier der Severed Defender, zählt auch als Spirit, oder? Warum nennen die denn? Ich frage einfach nicht. Vielleicht wollten sie da irgendwie eine Differenzierung haben zwischen den Klassen oder so. Dass man halt irgendwie mitkriegt, ja, Defender hier, das ist so der Krieger, ne? Defenders of the Earth, ne? So, was kriegen wir jetzt? Obtain Halotrope Oculus vom Spellreaver Mathali. Ist es? Da oben? Okay, dann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die Quest einfach mal fertig machen wollen. Wir fliegen erstmal zur Schmiede. Ey, habe ich jetzt hier ernsthaft eine Quest übersehen? Hi. Ja, anscheinend gibt es hier einfach mordsmäßig viele Quests. Gut, früher konnte man ja auch noch nicht fliegen, als man zum Leveln hierher kam. Und dann ist natürlich klar, dass man auch unterwegs ein bisschen mehr gepult hat. Gucken, ob ich jetzt, wie viel ich jetzt hier so auf einen Fleck bekomme. Eben, gut, der hat jetzt hier eben schon. Komm, der Jäger. Ich hab dir alles zusammengepult, Bro. Mach halt. Scheiß drauf. So. Ist denn eigentlich. Ach, ich muss ja hier die Dings töten, ne? Die Heliotropic Whatsoever. Und wo gibt's das? Ist das hier drin? Das hier sieht irgendwie nach einer Hütte aus. Kommen wir in diese Hütte rein? Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Muss da jemanden töten für? Vom Spell, ja, muss ich was töten für. Gut, hier vorne gibt es noch eine Quest zum Abgeben. Ist anscheinend noch eine Menschenstadt nebendran, aber jetzt mal ohne Flachs. Wer denkt denn hier so, ach, hier könnte man ja mal Ackerbau betreiben. Ich sehe hier irgendwie keinen Questgeber. Needs more Cowbell. Habe ich irgendwie ein Item oder sowas? Mara's Tome. Okay. Habe ich irgendwie ein Item, das ich benutzen muss? Ist die umboxen? Nee. Komisch. Quest-Items sollten eigentlich hier drin. Da ist die Kuh. Bessie Spell. Ja und? Nee. Wo ist denn die Quest? Needs more Cowbell. Checking up. Alter, hier ist so viele Quests, die ich jetzt hier drin habe. Find Bessie in the fields near Kirin Tor Village. Okay. Die müsste doch eigentlich hier stehen jetzt. Jetzt ist sie da. Okay. Escort Bessie, nee, ich hab, nee, sorry, aber nee, Bessie. Sorry, Bessie, aber nee. Das muss jetzt noch nicht sein. Oh, hier ist noch Archmage Vargoth. Da hat ihn jemand. Archmage. Es tut mir leid.
Ich werde es mir wahrscheinlich nicht abgewöhnen können. Es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn man einmal damit anfängt, sowas, dann sagt man es halt auch weiter. So, da haben wir das heliotropische Blablub gedöns. Und brauchen unseren Stab gar nicht benutzen, weil Vargoth steht schon hier mit einem anderen Spieler. Stone of Glacius. Okay, wo gibt's den Stein von Glacius? Weiter oben. Dann machen wir das erstmal. Der Jäger hat da ja, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Und diese Quests, ey, wie viel das aber auch ist hier, wie viel ich hier gecheckt habe. Das Blizzard da nicht irgendwann mal sagt, YOLO, Alter, ist Schicht hier. Wie ihr seht, bin ich übrigens von Aurora und auch von Skinner weg. Skinner konnte relativ das, was ich wollte. Aber sagen wir mal nicht so, wie ich das wollte. Das war so ein bisschen so. Ist Glacius jetzt hier vielleicht drin? Ich glaube, er ist hier drin, ne? War der hier drin? Ich glaube schon. Weil hier war, glaube ich, hier irgendwie so ein Flügel drin. Oder? Glacius! Nee. Defeat Summoner Kantin at Mana Forge Duro on the island on the north. Okay. Der müsste doch hier irgendwo rumlatschen. Ja, mein Freund Sunfury, was auch immer. Du kannst gerne mal ins Gas beißen. Warum ist hier eigentlich so viel los schon wieder? Ich meine, wer geht denn heute noch nach Netersturm? Wer macht denn noch diese Vargoth-Quest? Die machen doch eigentlich nur Leute wie ich, die hier so ein bisschen nostalgisch veranlagt sind. Aber mehr macht das doch auch nicht, oder? Und mein armer Schrödinger ist schon wieder weg. Schrödinger hat, glaube ich, einfach keinen Bock. So, er hier macht das anscheinend. 73, wer macht, das macht denn der mit 73 noch hier? Jetzt mal ohne Flachs. 73, ey, da könnte man in Nordend und nicht hier. Naja, ich, doch, da, oder? Da. Da ist sie, hi. Hi, Kantin. Stirb doch bitte. Und bam, weg mit dir. Ja, irgendwie kriege ich hier gerade ordentlich auf die Fresse. Alter, aber was hier los ist, ey? Habe ich vielleicht ein bisschen viel wieder gepult, hä? Kann das sein? Kann es sein, dass ich wieder ein bisschen viel gepult habe? Das kann gut möglich sein. Jetzt bräuchte ich meinen Leon Hands. Das ist schön, ne? Wenn man Leon Hands hat, kann man auch aus den dringlichsten Situationen nochmal ein wenig entkommen. Hat auch nur 5 Minuten Cooldown. Von daher ist das, glaube ich, auch kein Ding. Aber jetzt beim Leon, Alter, ich pulle halt auch einfach noch mehr. Es kommt halt auch einfach immer mehr. Ich höre halt irgendwie nicht auf, den Shit zu pullen. So. Holen wir mal Vargoth wieder. Jetzt mal mit dem. Enter Wild Tower. Ah, jetzt muss ich den, muss ich in den Turm rein. Sagt er sogar hier Suggested Players? Place in a Bookshelf in a house. Das ist, glaube ich, auch da unten, oder? Bei Belmara, ja, das ist auch da unten. Das war sogar eine Zweierquest, oder? Hier mit dem... Nö. Dann nicht. Der Umhang, wie sieht der aus? Der ist eigentlich auch nicht so uncool. Den würde ich, glaube ich, auch einfach mitnehmen. Zauberstab sieht einfach scheiße aus. Aber der Umhang ist cool. Der Umhang ist cool. Und dann muss ich mir bei Gelegenheit wieder auf eine Bank den ganzen Shit da dann ablegen. Die coole Hose. Den coolen Umhang. Ach, da ist wieder die Kuh. Nee, Kuh. Die Kuh, da könnte ich eigentlich auch die Flaming Torch. Na egal. Es ist jetzt egal. Ich mach die Vargoth-Quest, dann ist gut. So. Gleich wieder am Türmchen angelangt. Gibt noch Verkäufer? Keine Ahnung. Rein da. So, ja, den muss ich ja töten. Tötet den Arkellos nochmal. Früher irgendwie schwerer, habe ich das Gefühl. Kommt mir irgendwie nur so vor, aber. Früher war ja alles schwerer, ne? Früher war alles schwerer. Aufstehen morgens ist immer noch so schwer. Ja. So, dann laufen wir das Türmchen wieder hoch. Und geben die Quest mal bei Vargoth direkt, aber da kann ich den auch beschwören jetzt. Der hat noch Cooldown auf dem Stab.
Gucken. Ey, da ist Vargoth. Hi. Hey, was soll der jetzt? Habe ich doch gerade noch eine Quest, oder? Hat er jetzt automatisch angenommen? Nee, da habe ich doch gerade noch eine Quest gesehen, oder? Ist blöd. Oder nee, ich muss kurz warten, bis er fertig ist hier. How could the ritual fail? Ah ja, jetzt ist die Quest da. Locate Apex. Das kriegen wir noch hin. Das war der coole Umhang. Und flups. Schön, dass man hier wenigstens runterkommt. Und da ist der Penner-Roboter wieder. Lass mich. Lass mich, ich hasse dich. Discover Keymasters Identity. Hätte ich das da drin machen müssen? Nee. Nee, hätte ich nicht machen müssen. Hätte ich woanders machen können. Jetzt wollte ich erstmal dieses Büchlein wegbringen. Wo ist denn Apex Mana-Bomben-Fragment? Ja, das ist hier passiert. Okay. Man muss ja auch ab und zu mal ein bisschen Hiroshima-Style Bomben abwerfen. Warum nicht? Ne? Warum nicht? So. Und da ist das Bücherregal. Besagt es. So. Das war's schon. Das war's anscheinend schon. Jetzt kommen hier mehr Mana-Seeker an, oder was? Ey. Loite. Was geht mit euch? Ich glaube aber fast. Wir kommen hier mit den Quests sowieso nicht durch. Also, bis ich bin im Kampf. Ah, der ist einfach schon der nächste wieder. Ich pull aber hier auch alles wild durcheinander, ne? So Kampftrinker-mäßig. Einfach mal so. Alles ein bisschen durcheinander. Durcheinander. So, gucken wir mal. Blablabla. Keeps me from being able to scry out the force. We require a focus. Crystal. Westlich von Mana Schmiede Duro. Mana Schmiede Duro war jetzt hier, ne? Da irgendwo. Finde ich schön, dass Blizzard die eigenen Quest kennt. Und mir sagen kann, hey, da vorne ist das Ding. Hier ist aber echt so vieles an Quests. Ja, und ich habe noch nicht mal, weiß nicht, habe noch nicht mal angefangen, die zu machen, ja, und bin eigentlich schon wieder aus komplett Outland raus. Das ist schon krass. Gucken wir mal, was das Achievement sagt. Wie viel es hier gibt, insgesamt. 120 Quests. Ja, das finde ich halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Dass, hier diese ganzen Quests einfach nicht mehr gesehen werden. Das war früher auch anders. Früher musste man das sogar machen, sonst kam man irgendwie nicht auf Max-Level. Da musste, also man hatte zwar schon so ein bisschen die Wahlmöglichkeiten. Da ist ja noch Apex. Aber letztendlich musste man zumindest 100 Quests oder so Minimum machen pro Level. Also das war schon. Früher war 1 bis 60 noch so lange wie 60 auf 70 und das hat insgesamt so 3 Monate gedauert. Und ich habe da echt suchtkrüppelmäßig gespielt. Also es war schon. Wenn man einen Charakter auf Max hatte, konnte man sagen, ey, der kann den Charakter spielen. Ja. Weil, wenn man den Charakter nach einem halben Jahr, den man ihn spielt, wo man eben auf Max-Level dann kommt, wenn man ihn dann noch nicht spielen kann. Ja. Dann läuft irgendwas gehörig schief. So, jetzt haben wir diese Quest auch und können dann gleich mal schauen, wer denn dieser Keymaster ist. Können wir nochmal die Quest kurz lesen. In retrospect, I suppose I should have expected Kael'thas magic to be this robust. He's always been a talented mage, but I've never seen anything like the power he wielded during the attack on the tower. The ward keeps me from being able to scry out the force holding it in place, but it doesn't preclude you from scrying. You require a focus, though. A crystal-bearing giant named Apex
roam the plains to the west of Mana Forge Duro. One of its crystals would make an excellent scrying focus. Das ist doch schön. Ey, lass mich doch in Ruhe, Bub. Sehr schön, dass du hier den Turm verteidigen willst. Ist ja auch ganz nett. Aber jetzt so mal ganz nebenbei. Es muss doch nicht sein. So, danke. Dann scryen wir mal. Da ist der Orb. Schauen wir mal, was rauskommt. A flickering image of a female blood elf commander appears from the surroundings. You can tell she must be inside a tempest. The blood elf doesn't appear to be a magister, but perhaps she holds something that is the key to the tower's curse. It doesn't surprise me that Kael'thas has put the key to his ward in the hands of someone like Commander Saranis. Prince Kael'thas is a great many things, but he is no simpleton. In order to break this curse once and for all, you must enter Tempest Keep and claim the keystone. Only once the keystone has been destroyed will I regain my freedom. Ah, jetzt muss ich hier Botanica durchrennen. Um die Quest fertig zu machen, glaube ich. Okelidokeli. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Kann ich da überhaupt schon reingehen, Botanica? Könnte ich sogar. Aber wenn ich jetzt diese beiden Quests hier abgebe, dann bin ich eh schon fertig. Nicht, oder? Ja, nicht ganz. Aber dicht dran. Keystone würde ich wirklich gerne machen, aber wir machen jetzt die Quest hier, glaube ich, einfach fertig. Ja, es wurmt mich, dass ich die Quest nicht fertig machen kann. Finde ich schade. Ich werde die aber definitiv mal im Hinterkopf behalten. Mal schauen, ob ich euch das nicht nochmal irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt dann zeige. Ne? Ich meine, wenn ich da jetzt allein dann auf Level 80 oder so durchrennen kann, dann kann man das da auch dann nochmal zeigen. Ne? Das ist ja nicht so wild. So. Diese Quest behalten wir mal. So. Was haben wir hier noch? Bloodmaul-Kram. Ja gut, die Quest kann ich jetzt auch abbrechen. Da gehe ich sowieso nicht mehr rein. Oh, hier hat jemand schon alles gekillt. Okay, hat jemand fast alles schon gekillt. Okay, vieles von dem Kram gekillt. Und mein Kopf tut langsam wieder ein bisschen weh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen kann. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein Aspirin nehmen. Das Item ist einfach nicht ready. So, beenden wir die nochmal. Okay, wo gibt's die? Alter. Okay, das ist eine Quest, die wir auch nicht machen brauchen. So, wie viel gibt die denn überhaupt? Wie viel Punkte, wie viel EP? 10k. Das reicht knapp, oder? Das reicht sogar auf den Punkt fast genau. 10.700 und wir haben uns würden quasi noch 10.687 fehlen. Das ist echt ein punktgenauer Treffer, muss ich sagen. Finde ich cool. Finde ich cool. So. Okay, die bringt aber irgendwie mehr. 15.000 sind das jetzt. Da standen 15.000. Ich fühle mich belogen. Verlogen, betrogen, belogen, missbraucht und generell noch viel mehr. Das kann man vielleicht nochmal verkaufen. Das will vielleicht nur irgendjemand haben, das Ding. Und den ganzen Rest packe ich dann auf die Bank. Kann ich auch noch verkaufen. Target is cured of disease. Na ja, gut. Dann fliegen wir mal schnell nach Shattrath. Beziehungsweise ich fliege nach Shattrath. Und ja, dann gehen wir starten mit der nächsten Episode von Orgrimmar aus nach
Northrend. Northrend habe ich gesucht. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Shindo, Shindo. Oh.